Willkommen zur Folge 2 von SimRail. Ich dachte mir, wir versuchen es nochmal. Und zwar jetzt dieses eine Szenario, was hier mitgeliefert ist, in der Demo. Wir haben ja vorher das Tutorial gespielt und da habe ich ein bisschen versagt. Jetzt gucken wir mal, ob wir. Hat das geklappt? Ich hoffe. Gucken wir mal, ob wir jetzt im richtigen Fahrbetrieb das Ganze hinbekommen. So, also Batterie ist aktiviert. Dann drehen wir uns hier mal zum Radio hin und machen es an. So, dann Fahrtrichtungsfenster ist neutral. Okay, dann machen wir jetzt den Pantographen nach oben. Jetzt wird es laut, glaube ich. Ach nee, Moment, wir müssen erstmal hier das hier. Ja, so. Und jetzt hier den Main Switch. Na, jetzt müssten die Kompressoren und sowas angehen. Jawohl, das klingt doch schon mal sehr gut. So. Was nun? Machen wir uns mal den Lichtmodus normal. Das ist okay. Wipers brauchen wir nicht. Horn brauchen wir auch nicht. Türen sind zu. Die Kappe. Federspeicherbremse lösen. Dann melden wir uns hier mal beim Fahrdienstleiter an. Dąbkowice, 4665, ready to approach the platforms. Mal schauen. Ja. 4665, Sehr gut. Dann lösen wir die Bremse. Unlock Brakepipe. So. Und dann. Ach so, Moment. Fahrtrichtungswende und Vorwärtsstellung. Und jetzt. Ja, wir fahren. Ja, boah, die Siefer hier, grauenvoll. So, ein rotes Signal vor uns. So, jetzt sind wir gleich in Dąbrowa Górnica. Wir stehen. Ich hoffe, das hat er jetzt erkannt. Und geben die Türen rechts frei. Das müsste mit der Taste P klappen. Also FPS-technisch, naja. Die Türen sind auch schon wieder zu. Aha. Cool, dass die Türen dann wieder aufgehen. Ah, sind sie alle Klone? Sie nicht. Sie auch nicht. So, Signal zeigt, dass wir fahren dürfen.
Können wir uns mal im Zug rein bewegen? Okay, nicht. Okay, ich glaube, wir dürfen jetzt fahren, oder? 12.06 Uhr. Wie viel Uhr haben wir denn? 12.05 Uhr. Okay, dann warten wir noch kurz die 10 Sekunden. Hier werden uns die Personen leider nicht angezeigt, aber okay, das ist auch nicht einfach zu simulieren, denke ich mal. Okay. Muss ich mich jetzt nochmal beim Fahrdienstleiter anmelden? Na egal. So, Türen dann rechts wieder zu, also wieder die Taste P hoffentlich. Okay, das hat nicht geklappt, oder? Ich glaube, die Türen sind zu. Hübsch. Können wir einen Screenshot vielleicht machen? So, dann. Also Bremsen lösen. Und Leistung aufschalten. Können wir noch nicht. Achso, vielleicht wegen den Türen. Wo waren denn nochmal die Türen? Das hier, ne? So sind sie jetzt, glaube ich, zu. Okay. Warum willst du jetzt nicht? Türen sind closed. Dann müsste das doch jetzt klappen. Wieso ist der Fahrtrichtungswender wieder rausgeflogen? Okay, wir dürfen 25 fahren. Und ab hier dem Signal dann 40. So, in 2 Kilometern halten wir dann. So, ich weiß nicht genau, was dieses Signal bedeutet. Heißt das nicht eigentlich, dass hier der Hauptschalter raus muss? Schön, dass die Spiegel hier anscheinend dann einklappen, sobald sobald der Zug dann wieder fährt. So, wir dürfen 120 fahren. Dann würde ich sagen, geben wir mal ein bisschen Gas. Haltepunkttafel.
So, dann turn off. Aha, Ambulanz. Ready for departure, hast du gesagt? Okay. Dann Türen wieder zu. Doors closed. Fahrtrichtungswender ist immer noch in Vorwärtsstellung, okay. Gut. Bremsen lösen. Okay, und increase power. Na? Increase power. Jawohl. Das passt doch sehr, sehr gut. Hier beim Bahnübergang. Da kommt uns was entgegen. Also langsam hat man sich so ein bisschen in die Steuerung reingefuchst. Das ist jetzt praktisch auch mein zweites Mal, dass ich es spiele. Nach dem Tutorial, dass man ein wenig... Ja. Bei dem ich ein wenig verschissen habe. Nein, nicht beschleunigen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Los, 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 los. Full braking. Come on. Nein, 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 nein. Ach Gott. Das hast du jetzt nicht erkannt, ne? Scheiße. Was ist, wenn ich jetzt die Türen aufmache? Okay, doch, hat er doch erkannt. Okay. Dann auf geht's. In 3 Kilometer müssen wir dann halten. In 2 Kilometern dürfen wir noch 100 fahren. Oh, wir haben ein rotes Signal vor uns. Kann das sein? Okay, das war ein bisschen überhastet reagiert. Ich gebe es zu. Na? Hallo. So. Okay, was auch immer da falsch ist, keine Ahnung.
Ich fahre mal langsam ans Signal ran, weil ich nicht weiß. Moment, das Signal ist nicht rot. Das ist orange. Okay. Glaube ich zumindest, oder? Ja. Ankündigung auf 100 haben wir es gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie bestätigen müssen, dieses Signal jetzt. Nö, keine Ahnung. So, das nächste Signal ist aber definitiv rot. Hier gelten die 100. Nein, nicht Full Break. Ah, Gott. Also man geht ja auch echt schnell in die Notbremsstellung rein. So, was jetzt? Müssen wir jetzt warten hier? Frage ich nochmal hier den Dispatcher. Dombrowa Górnicza, 4665, requesting permission to enter the station. 4665, approach to Dombrowa Górnicza on permit signal on track number 1. Ja. Dürfen wir jetzt hier drüber fahren? Jetzt. Aha, interessant. Also hier müsste man ja jetzt vermutlich wie viel 40 drücken im deutschen Signalsystem. Wir dürfen auch nur 40 fahren. Na gut, die Gestaltung der Strecke ist ehrlich gesagt nicht gerade besonders krass. Ja. Aber vielleicht wird das ja noch besser. Wir fahren ja, glaube ich, Richtung Warschau. Glaube ich zumindest. Also ich weiß nicht, wie weit wir fahren, aber mal abwarten. Das sieht halt noch ziemlich karg aus, alles. Aber gut, genauso stelle ich mir aber auch ehrlich gesagt polnische Landschaft vor. Ich war noch nie in Polen. Aber so ähnlich stelle ich es mir halt vor.
So, Dabrowa Gornica. Okay. Jawohl, Bremsen sind angezogen. Dann machen wir die Türen. Oh, waren schon. Aber Passagiere sehen ganz okay aus, finde ich. 4665, ready for departure. Ja, okay. Okay, er wollte doch nicht mit uns mitfahren. Was haben wir sonst noch so? Ah, alles ein bisschen karg, ne? So. Achso, Türen sollten wir vielleicht noch schließen. Ich traue mich gar nicht, ehrlich gesagt, die nächste Haltestelle auszusprechen. Das tut allen Menschen im Ohr weh, die Polnisch können. Und auch allen anderen Menschen vermutlich. Daher lasse ich es mal besser. 1 Kilometer noch. Deshalb gehen wir langsam schon mal in die Bremse. Nehmen hier die E-Bremse. So. Jawohl. Und nee, das wollte ich nicht. Hier. Dann nicht both sides. Left doors. So. Das Gedrängel ist groß. Alle wollen mit mir mitfahren. Alles klar. Gut, wir haben aber noch einen Augenblick. Glaube ich. So. Doors closed. Passt schon. So, 2,3 Kilometer. Wir sind schon ein bisschen spät dran, aber das ist okay. Na, jetzt sind wir zu schnell. So, das ist die Haltepunkttafel. 1 Kilometer also noch. Okay, unsere Signalanzeige ist ein bisschen jetzt kaputt hier.
Nein, nicht Full Break. Oh. Okay. Türen links, rechts. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder und werden dann hier weiterfahren. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.